Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von GTA Online natürlich. Und wir spielen weiter. Ich bin mal gespannt, was wir heute machen. Ich glaube, wir machen mal so wie letztes Mal eine Runde. Holen wir uns neue Fracht und eine Runde holen wir uns neues Auto, beziehungsweise verkaufen wir ein Auto. Ja, ich hoffe, euch geht es natürlich allen gut. Mir geht's gut. Wir gucken mal. Spezialfracht. Verkauft abgeschlossen. 8 Kisten. Naja, gut. So, dann kaufen wir nochmal eine für 2000. Tiermaterial. So. Und dann schauen wir mal, wie das so laufen wird. Wir werden natürlich mit dem Heli rausfahren. Fliegen. Und ich. Das Büro verlassen natürlich. Ja, ich habe momentan einen Hund hier zu Gast. Der rennt mir die ganze Zeit hier ein bisschen vor die Nase. Aber ist ein ganz lieber, also kein Thema. Aber naja. Special Cargo? Zeus. Ab. So. Ja, und dann habe ich heute mal geguckt. Heute ist Sonntag. Ich hänge total wieder hinterher mit Videos machen. Und ich habe halt geguckt, 94 Abonnenten, nicht schlecht. Also ich bin echt begeistert. Und na mal schauen. Nachher Livestream machen. Da schauen wir mal, wie es läuft. So. Müssen die denn schon wieder hin, Alter? So leicht geht das. Fliegen wir mal hin, wa? Geht schneller. So. Ja, ich habe gestern Abend noch einen Kumpel auch gezockt, Mike, den ihr alle kennt natürlich. Und ich bin jetzt total rot. Also von Geisteszustand her. Wir haben übelst irgendwelche Leute gekillt die ganze Zeit. Die sind schon freiwillig aus der Sitzung gegangen, beziehungsweise nur im Passivmodus gewesen. Echt extrem Spaß gemacht gestern. So mal nebenbei, also das haben wir über eine Stunde gemacht. Naja. Schauen wir schon. Geschafft. Gut, dann gucken wir mal. Wegen Auto verkaufen. Wert der Spezialfracht 126.000. Oh, das ist doch schon mal gut. Eine Spezialfracht sogar.
So, dann machen wir mal weiter, wa? Wollen wir den Typen da noch ärgern? Ja, richtig gut. Okay, dann machen wir mal weiter, ne? So. So. Ach ja. Dann schauen wir mal, was uns so erwartet jetzt. Also ich glaube, wir haben jetzt alle Autos wieder voll. Beziehungsweise ein Auto hatten wir auf jeden Fall letztes Mal verkauft. Und wenn wir jetzt das hier nochmal machen. Ja, wir werden noch ein Auto verkaufen. Wir werden mal riskieren. Ja, wir werden es mal riskieren. Kommt. Und wenn wir ein Auto verlieren, ist ja nicht so schlimm. So, da. So, na komm schon. Erstmal Sammler Dingsbums. Okay. Kein Grün. Ich finde es halt blöd, dass es nicht angezeigt wird. Wenn du jetzt hier, pass auf, wenn ich jetzt so mache und ich nehme jetzt mal irgendein Auto. Ja, komm, dann nehmen wir mal, das ist ein Turismo. Ja, yeah. Ne, und dann müssen wir hier gucken, Turismo R. Ob der hier drin ist. TPD4W, TPD. Nö, okay, den können wir den nehmen. Exportieren. Fachhändler natürlich, den kriegen wir ein bisschen mehr Geld. Kosten 7.500. No one's looking for that plate. Look at that finish. Das geht doch. So, los geht's. Ich hoffe, wir müssen nicht so weit fahren. Dann schauen wir mal. Los, lade hin. Und ich wette, der Typ wartet jetzt da und guckt. Ah. Ich finde es schade, dass wir nicht den gesamten Marktwert kriegen. Finde ich echt doof.
500.000, nein, wir kriegen nur 37,5. Das war knapp. Und ich habe gerade unten auf die Karte geguckt. Aber schauen wir doch. Ich habe auch schon eine neue Strecke markiert, in der wir testen können, welche Autos am schnellsten sind. Also von der Gesamtstrecke her. Ne? So, dass man mal gucken kann, wenn wieder neue Autos kommen, wie schnell sind die? Und wie schnell kann man mit denen fahren, wenn alle Strecken frei sind? Gut. Dann haben wir das geschafft, Leute. Und das war's dann heute auch für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich danke für 94 Abonnenten. Und ich freue mich auf das nächste Mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und vergesst natürlich nicht zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren. Bis dann. Und auf Wiedersehen. Ciao.